Ein kleiner Kraftakt für die anwesenden Politiker, ein großer für die Befürworter und Förderer des Romantikmuseums. Doch nach langen Debatten steht es nun endlich fest. Mit dem feierlichen Spatenstich entsteht in Frankfurts Innenstadt nun das erste Romantikmuseum Deutschlands. Es steht für einen wunderbaren Teil unserer Stadtgeschichte, diese Phase der Romantik, in der die Menschen sich ein harmonisches Leben, ein glückliches Leben und eine nationale Einheit erträumten. Heute haben wir vieles davon erreicht, vieles immer noch nicht. Es ist aber auch verbunden mit der Demokratiebewegung damals, auch mit dem Engagement des Frankfurter Bürgertums. Ich nenne da prominente Vertreterinnen wie Bettina von Brentano, die auch die soziale Ungleichheit, die Unterschiede zwischen Mann und Frau, last but not least auch eben die Armut schon thematisiert haben. Eigens für den Museumsstartschuss kam sogar Kulturstaatsministerin Monika Grütters aus Berlin angereist. Überhaupt viele waren gekommen, um mitzufeiern. Der Neubau ist als dreiteiliger Gebäudekomplex geplant, der neben Wohnungen sogar eine Spielstätte für die Frankfurter Volksbühne beherbergen soll. Schwerpunkt des künftigen Museums sind vor allem Handschriften aus der Zeit der Romantik. Es ist das einzige und erste Museum für die Epoche der Romantik. Es gibt es bislang noch nicht. Es ist eigentlich fast kaum zu glauben, dass es so ist. Die Aufklärung hat ihr Haus, die Klassik hat ihr Haus, die Moderne hat ihr Haus, die Romantik nicht. Und wir werden in der Welt gerade wahrgenommen über die Romantik. Nichts ist in der Welt so bekannt wie die deutsche Romantik. Und deswegen ist es eigentlich höchste Zeit gewesen, dass wir das gemacht haben. Das 16 Millionen teure Museum ist von dem Frankfurter Architekten Christoph Meckler entworfen worden. Von dem Romantikmuseum, dessen Fertigstellung für Ende 2018, Anfang 2019 geplant ist, erwartet sich die Stadt Frankfurt einen deutlichen Touristenzuwachs.